Ja, mein Name ist Isa Jahnke und ich nehme Sie heute mit auf eine wunderbare Reise. Wir fangen an am See, da ist der Start. Eine kurze Einführung zu dem Thema Designing for Learning Experiences. Und das ist die Antwort, wie wir mit Zukunft und antizipierter Zukunft umgehen können. Die Idee von Design, Gestaltung, Testen und Evaluation und dann daraus lernen und etwas neu machen. Das ist die Etappe 1 auf dem ersten Hügel. Dann habe ich ein paar Beispiele und Projekte mitgebracht bei dem zweiten Hügel. Und wir klimmen dann heute zusammen, da gemeinsam das Gipfelkreuz. Ja, TURN heißt, Sie haben uns ja gerade schon gefragt, Herr Viada, was ist eigentlich TURN, Lehre und Lernen transformieren, wohin denn eigentlich? Da gebe ich gleich eine Antwort drauf, dass Sie meine Sicht der Dinge verstehen, mit welchen Methoden und wie kann man das erreichen und ist es immer evidenzbasiert? Und meine Antwort ist, um die vorwegzunehmen, ja, sollte es sein. Wohin gehen wir? Ich möchte einen Schritt zurück machen, nämlich wenn wir Lehre und Lernen designen, sollten wir uns immer überlegen, was ist eigentlich Lernen? Und da nehme ich David Jonathans Ideen, der hat mal 13 verschiedene Definitionen aufgeführt, was Lernen ist. Lernen ist eine biochemische Aktivität, eine Informationsverarbeitung, eine soziale Aushandlung, Denkfähigkeiten sind damit gemeint, konzeptuelle Veränderungen, eine Aktivität verteilt auf eine Gemeinschaft und auch Chaos. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber was David Jonathan schon bereits 2003 geschrieben hat, sagt, wenn ich Sie jetzt hier alle frage in dem Raum, was denn Lernen ist, dann kommen wir überhaupt nicht zu einem Punkt. Wir werden uns nicht einigen, weil es schwierig ist, denn Lernen hängt von vielen Faktoren ab, wurde ja auch schon ein paar Mal heute erwähnt, von vielen Bedingungen, Faktoren und Kontexten. Was wir aber tun können, ist, dass wir Lernen ermöglichen können, Bedingungen schaffen können, sodass Lernen klappen kann. Und das bedeutet, kurz lernenden Aktivitäten einbinden, die es ermöglichen, diesen Lernenden Bedeutungen zu entwickeln. Das bleibt dann hängen. Also um das mit dem Bild, mit der Wanderung nochmal hervorzubringen, wer schon mal von Ihnen gewandert ist, vielleicht noch vor langer, langer Zeit mit Karte und nicht mit so digitalen Apps, dann geht man da so einen Weg entlang und man guckt sich in der Regel nicht um. Und wenn man zu den gleichen Weg zurückkommt nach 4 Stunden, dann weiß man manchmal nicht, kam man von rechts, kam man von links oder kam man von geradeaus. Und wenn man an dieser Kreuzung aber darüber redet, hey, hier steht aber gerade ein Pflaumenbaum und hier müssen wir jetzt rechts abbiegen, das heißt, wenn wir zurückkommen links, hat man sich etwas eingeprägt. Man hat dieser Situation, diesen Objekten, die da sind, eine Bedeutung zugeschrieben. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber so funktioniert es. In seinen eigenen Kontexten, die man gerade ist, Aktivitäten einbinden und dann Bedeutungen zuzuschreiben. Und dann bleibt es hängen und man lernt dann eben nicht nur für die Prüfung. Wie hat David Jonathan das gemacht? An einem Buch von 2012, Meaningful Learning with Digital Technology, hat er gesagt, wir brauchen diese 5 Aktivitäten, wenn wir lernen, designen, nämlich dass Studierende aktiv sind, dass sie reflektiert sind über das, was sie dort tun, dass sie das kooperativ machen, also nicht alleine im Keller sitzen, dass es immer authentisch ist für die Lernenden. Oftmals denken die Lehrenden, aha, es ist authentisch für mich, dann meint es auch für die Lernenden authentisch zu sein. Das ist es aber nicht. Es meint tatsächlich, wie können wir es schaffen, dass auch für die Lernenden dieser Lernkontext authentisch ist und auch natürlich zielorientiert. Ein wichtiger Punkt bei David Jonathan und auch anderen war das Thema Active Learning. Das stand gerade ganz oben auf der Spitze und Active Learning kann man schlecht übersetzen in das Deutsche. Im Deutschen würden wir eher sagen aktivierende Lernstrategien. Das bedeutet, das sind pädagogische oder didaktische Strategien, die Lernende anregen, etwas aktiv zu tun. Warum ist das alles eigentlich so relevant? Warum ist dieses Active Learning, also wenn Sie das im Forschungsbereich recherchieren, im Englischen heißt es eben Active Learning, dann haben wir gelernt, zum Beispiel Freeman et al., die Studie von 2014, die zeigt, dass es dadurch bessere Learning Outcomes gibt. Also es reicht eben nicht nur aus, etwas sich anzuhören, sich etwas durchzulesen oder sich etwas anzuschauen, was wir jetzt eigentlich gerade machen. Ich müsste jetzt Ihnen eigentlich eine Aktivität dazu geben. Sie lernen eben nicht durch meine Aktivität, Sie lernen durch Ihre eigene Aktivität und ich muss die raus
rausholen aus dieser passiven Zuhörerschaft. Und deswegen ist ja auch gerade die Turn-Tagung so spannend, weil es da so viele verschiedene Formate gibt, die eben den Zuhörer rausholen aus dieser Passivität und mit einbezieht, auf die Konzepte einzugehen. Also Freeman et al. Haben gesagt, es fördert Learning Outcomes und studentische Performance. Es gibt da viele, viele Studien zu, Deslauriers und al. 2019 zum Beispiel, die nochmal bestätigt haben, Active Learning im Kurs oder im Seminar wirkt besser als eine klassische Vorlesung. Da kann ich also mehrere Sachen empfehlen. Wenn wir das jetzt wissen, da wollen wir hin. Wir brauchen diese Active Learning Classrooms oder das Active Learning. Dann ist die Frage, naja, wie kann denn Lernen eigentlich gestaltet werden? Und das ist jetzt der erste Gipfel, den wir zusammen erklimmen. Das sind nämlich drei Sichtweisen, die ich mal mitgebracht habe, die helfen können auf dem Weg der Gestaltung. Und das ist eben Theory of Change, das Learning Experience Design und die Methoden. Fangen wir mal mit dem ersten an, Theories of Change. Das ist mir ganz wichtig, das habe ich gelesen, den Artikel von Bowen von der Stanford-Uni habe ich gelesen, weil das ein Teil des Chapters ist von einem Open Access-Buch, was wir 2020 rausgegeben haben. Und da wurde mir das zum ersten Mal klar, was die eigentlich meinen mit Theories of Change, wenn die Amerikaner das Wort verwenden. Man hat die Ausgangssituation, den Lerner in einem Kontext, man weiß, wo man hin will, nämlich dass man Lernende hat, die danach andere Kompetenzen erworben haben, anderes Wissen, und dazwischen ist diese Blackbox, dieses How Change Will Happen, und das ist ja das, was Sie machen, warum Sie hier sind. Sie öffnen diese Blackbox und sagen, wie müssen wir es anders machen, damit wir diese Ziele erreichen können. Und das habe ich mir jetzt mal angewandt auf meine eigene auf ein eigenes Beispiel von mir. Wir haben das noch, ich war an der University of Missouri, ich war 10 Jahre im Ausland und habe dort mir angeguckt, ein Seminar, was wir verändert haben. Hier Ausgangsziel war, die neuen Lernziele sollten sein, dass Studierende am Ende fähig sein sollten, Augmented Reality Apps zu entwickeln und das auch mit Usability testen zu können. Wie haben wir diese Blackbox geöffnet? Was haben wir da gemacht? Wir haben über dieses Herbstsemester in jedem Monat Workshops gemacht, je einen halbtäglichen Workshop. Es war offen für alle Studierende, für alle Studiengänge. Wir hatten 3 bis 5 Studierende pro Gruppe. Studierende konnten sich das Thema selbst und die Gruppe selbst aussuchen. Jede Gruppe hat dann den Stand der Dinge in jedem Workshop präsentiert. Beispiel, im ersten Workshop gab es die Teambildung und welches Thema sich die Gruppe dann aussucht. Dann wurde das in dem zweiten Workshop kurz vorgestellt und es gab neuen Input von den Experten, nämlich zum Thema Storyboard schreiben und auch welche Software man anwenden kann, um Augmented Reality anzuwenden. Und das führte sich dann so fort und die Idee ist, am Ende hatten wir dann Lernenden, die eben gelernt haben, wie funktionieren denn jetzt digitale Technologien am Beispiel von Augmented Reality und wie kann ich das nutzen, damit ich es verbessern kann. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alle Themen durchzugehen. Rechts ist ein ganz interessantes Beispiel. Eine Gruppe hat eine App entwickelt, wo man mit dem Handy über den Campus der University of Missouri Columbia geht und dann kommt man an bestimmten historischen Punkten an und es öffnet sich halt diese KI, die sagt, hey, KI hat die Uni übernommen. Was würdest du jetzt entscheiden, um A, B sinnvoll zu machen? Das nennt sich Ethical Dilemma. Was haben wir daraus gelernt aus dem Lessons Learned zu dem Lerndesign? Wir haben gelernt, weil eine Gruppe, die dort tätig war, die hatte Probleme damit. Das waren ja internationale Studierende aus der ganzen Welt. Und wenn man internationale Gruppen hat, Thema Diversity, Equity, Inclusion, dann ist es relevant, dass man eben den Wissensstand oder auch das, was die erwarten, wie man sich verhält in solchen internationalen Gruppen, dass man das mit auffängt. Und eine Gruppe hatte tatsächlich Probleme, selber so aktiv zu sein. Das heißt dann, wir haben als Lehrende da nachjustiert und immer wieder auch mit den Gruppen geredet. Eine andere Gruppe dagegen war total happy mit den Freiheiten, die sie hatte und haben so eine Art Co-Kreation, Co-Design-Level ausgefüllt. Das heißt, sie konnten zum Beispiel bestimmte Dinge nicht programmieren, weil wir hatten ja hier keine Informatiker mit dabei und haben sich dann aber diese Informatikkompetenz selbst angeeignet. Was wir lernen können, ist, die Studierenden denken halt, dass es nicht erlaubt ist, aus diesem Lerndesign auszubrechen. Und da muss man nachjustieren mit Unterstützungstools für Lernende. Das war jetzt ein Beispiel, nochmal zurück auf die Folie, wie man dieses Theories of Change für Sie anwenden kann. Sie haben eine Idee, die Sie verfolgen, öffnen diese Blackbox und meine Bitte ist, machen Sie Ihre eigenen Annahmen klar, vor allen Dingen, dass wenn Sie Lerndesigner sind, Learning Designer, Instructional Designer, Didaktiker sind, öffne diese eigene Blackbox und sag, wie soll das denn passieren und welche Annahmen stecken dahinter?
Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein ist die Learning Experience. Also das erste ist, wir haben gelernt, dass es auf das Design ankommt. Man kommt nicht einfach von A nach B, sondern wir öffnen die Blackbox und sagen, je nachdem, wie ich es designe, kommen wir eben zu dem Ziel, dass Studierende diese Kompetenzen erwerben können. Und dieses Design makes or breaks Digital Learning, das haben wir jetzt gelernt, das wissen wir, aber wie kommen wir denn dennoch dahin? Was ist denn ein Design, das zu guten Learning Experiences bei Studierenden führt? Und meine Antwort ist, wir brauchen effektive, effiziente und ansprechende Learning Experience Designs für die Studierenden. Ich habe mir hier geholfen von Charles Riegelus von 1983. Was ist Effektivität? Na, wenn der Studierende oder die Studierende das Ziel erreicht haben können. Das meint Student Achievement hier. Die Lernziele und Kompetenzen wurden erreicht. Effizienz bedeutet, kann man herausstellen, ob der Kurs oder das Lerndesign zu viel ist oder zu wenig. Bedeutet, waren die Studierenden überfordert? War es viel zu viel? War es langweilig und war es viel zu wenig? Und das dritte, Appealing, könnte man übersetzen mit ansprechend. Hat es den Studierenden Spaß gemacht oder auch waren sie zufrieden? Hat die Instructions, also die Didaktik oder das Active Learning Konzept ihnen gefallen? Diese drei Sachen sind immer im Kopf, wenn ich von Effektivität, Effizienz und Ansprechendheit rede. Und wie kommen wir nun dahin, wenn wir das als Ziel wollen? Active Learning, was effizient ist, effektiv ist und ansprechend. Eine wichtige Sache sind diese drei Dimensionen hier, die wir immer im Blick haben, wenn wir diese Blackbox öffnen und etwas designen. Einerseits die Didaktik, klar die Lernziele, die mit Lernaktivitäten im Constructive Alignment eingebunden sind. Dann das zweite Dimension ist die Technologie. Wie gehen Studierende mit der Technologie um? Und wie kann das auch designt werden? Und die dritte Ebene ist die soziale Dimension, also die soziale Präsenz. Also wir haben immer die drei Ebenen, Pädagogik könnte man sagen, soziale Präsenz und die Technologie. Jetzt weiß ich aus Gesprächen, dass immer wieder Leute sagen, naja, müssen wir nicht mit Didaktik oder Technologie zuerst anfangen? Und da gibt uns Antwort, zum Beispiel der Tim Fawns, der sagt, nee, das ist ein Entanglement. Entanglement kommt eigentlich aus der Physik, meint, dass Elemente, die sehr weit auseinander sind, irgendwie miteinander verschränkt sind. Also Quote, spooky connection at the distance, das hat Albert Einstein schon herausgefunden. Ein bisschen anders hat er das Zitat genutzt. Aber die Grundidee, die wir hier lernen, ist es eben nicht Didaktik oder Technologie zuerst. Beides ist miteinander verbunden, entangled und wir müssen die Beziehung dieser Elemente gestalten. Von der Folie vorab habe ich ja drei Dimensionen genannt und die Idee ist es bei dieser Blackbox, diese drei Beziehungen miteinander zu gestalten. Das kann man dann reinzoomen in diese drei Elemente und die ersten Teile kennen Sie möglicherweise aus dem Constructive Alignment. Die Lernziele natürlich vorab, was sind die Lernziele, was soll hinten rauskommen? Dann darauf die Lernaktivitäten abstimmen, das sind bei uns an der UTN Assignments, das können Aufgaben sein oder Aufträge an Studierenden mit dem Gehörten, Gelesenen oder Angeschauten etwas zu tun, da vielleicht Punkte auch zu sammeln, um das ein bisschen spielebasiert zu machen und dann das Assessment, also die Lernbeurteilung, darauf abzustimmen. Das heißt, wir machen an der UTN von Anfang an diese Lernbeurteilungskriterien für jedes Assignment, für jeden Auftrag, für jede Aufgabe auch sichtbar, sodass Studierende wissen, aha, das soll hinten rauskommen, dafür habe ich die Aktivität, so und so werde ich damit bewertet. Das ist das Erste, das ist halt die Didaktik. Das D ist dann die soziale Dimension. Wie kriegen wir das hin in der Online- und der Präsenzphase, die Beziehung zwischen Studierenden untereinander als auch zum Lehrenden zu designen. Und das fünfte E sind die digitalen Technologien, die wir nutzen, um von dieser traditionellen Lehre rauszukommen zu den aktivierenden Lernpraktiken. Und dann eben die Methoden, die ganz wichtig sind. Wir haben jetzt also eine Idee im Kopf, wie wollen wir das designen? Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir die Daten, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das meine ich mit Methoden, also Evaluationsmethoden. Das kennen vielleicht auch schon einige von Ihnen. Die Idee ist, das Design-Based Research anzuwenden. Das ist jetzt hier von Susan McKinsey und Thomas Reeves ein Educational Design Modul. Man hat also eine Idee im Kopf. Das gibt es ja auch hier auf der Turn-Tagung. Einen ersten Entwurf, ein Pattern, das man vielleicht vorstellen will. Dann würde man schon Daten erheben, um zu sehen, laufe ich in die richtige Richtung. Die Daten helfen mir, es zu redesignen. Das, was gut ist, behält man. Das, was schlecht ist, verbessert man. Hat dann wiederum Daten, Learning
Learning Experience Evaluation zum Beispiel und kommt dann schließlich in der dritten Iteration zu einem Redesign Nummer 2. Diese Methoden kann man sich abgucken, zum Beispiel aus der User Experience Forschung, Card Sorting, Focus Groups. Ich kann jetzt heute aufgrund der Zeit nicht auf diese Methoden eingehen. Das ist aber Open Access Available. Das heißt, da können Sie bei Schmidt et al. 2020 User Experience und Learner Experience Methoden nochmal nachschauen. Die Grundidee hier, warum ich das zeige, ist, es gibt eine Vielzahl von Methoden, die Sie in den verschiedenen Entwürfen beim Design, beim Prototyp, beim ersten Ausprobieren oder beim Launch des ersten Kurses dann auch anwenden können, um Daten zu erhalten. Also man braucht nicht auf die klassische Evaluationsinstrument der Universitäten zurückgreifen. Man kann das für seinen eigenen Kurs oder für sein eigenes Seminar auch anders machen. Gleichzeitig haben wir auch uns mal solche Usability-Heuristiken angeguckt, die helfen können beim Design als auch bei der Evaluation. Das sind jetzt 14 Stück. Auch das ist veröffentlicht in auch einmal Open Access. Gleichzeitig haben wir es auch für die Remote Labs in Engineering mal ausprobiert. Die Idee ist es, dass es Ihnen helfen kann beim Design. Also Sie haben die Idee, können diese Heuristik nutzen. Aha, habe ich daran gedacht, habe ich daran gedacht? Ah nee, das habe ich vergessen. Oder Sie wenden es schon später an. Das heißt, es läuft schon. Studierende haben diesen Kurs schon durchlaufen und dann sehen Sie durch die Heuristiken, was hat eigentlich nicht so gut funktioniert. Ich wollte jetzt ein Beispiel mitbringen, damit es vielleicht ein bisschen handfester wird, weil wir stürmen den Gipfel hoch, wir sind schon fast oben, wir haben noch eine kleine Zwischenpause hier. Damals an der University of Missouri habe ich in dem College of Agriculture einen Online-Kurs entwickelt, das war während der Covid-19-Zeit und wir haben einen Online-Kurs entwickelt, der heißt Risikobasierte Beurteilung von Lebensmitteln beim Import. Die Idee ist es halt, dass Menschen, die nicht wissen, wie man Lebensmittel am Zoll zum Beispiel importiert, dass es da verschiedene Methoden gibt und diese verschiedenen Menschen, Studierende der Uni, als auch Menschen, die schon in dem Bereich arbeiten konnten, an diesem Online-Kurs teilnehmen. Wie haben wir das gemacht? Also wer auf den Kurs will, das ist eine Plattform, die heißt Thinkific. Die Folien sind ja auch übrigens, werden die zur Verfügung gestellt, sodass Sie die Möglichkeit haben, das auch alles nochmal nachzulesen und darauf zurückzugreifen. Wie haben wir das gemacht? Also was meine ich jetzt mit dieser Blackbox, von der ich immer spreche, seit Anfang an. Wir haben ein Paper-Prototyp entwickelt mit den Experten, das waren Inhaltsexperten, also Professoren. Wir hatten UX- und LX-Designer, also auch Instructional Designer mit dabei, Didaktiker. Wir hatten Moderatoren, das war eine große Gruppe. Wir hatten Leute, die Ahnung hatten, die arbeiten in dem Bereich von Lebensmittelimporte. Das haben wir dann gemacht und die Evaluation, die erste haben wir mit Storyboards evaluiert und haben es verbessert. Also diese Heuristikstudien, da haben wir Nielsens Heuristiken genommen und diese 14 Heuristiken, die ich vorhin vorgestellt hatte, in aller Schnelle. Dann haben wir redesigned, haben es dann mit den ersten 10 Teilnehmern ausprobiert. Man sagt, man braucht 10 bis 12 Leute, um ein Gespür zu bekommen, was die 90% oder die Wahrscheinlichkeit der 90% Probleme, die da auftauchen können. Hat man mit 10 bis 12 Leuten, würde man diese 90% herausfinden. Das sind aufgabenbasierte Think Alouds oder System Usability Scale oder auch Follow-up-Interviews, das haben wir alles 4 mit allen 10 Leuten durchgeführt. Dann wieder das Redesign durchgeführt. Dann haben wir tatsächlich 46 Teilnehmerinnen gehabt mit Pre- und Post-Test vorher. Was wissen die Leute vorher, was wussten sie nachher? Und dann konnte der Kurs gestartet und öffentlich gemacht werden für alle. Beim ersten haben wir gelernt, bei der ersten Studie, super, wir hatten klar verständliche Lernziele laut der Evaluation, aber wir sahen auch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel, dass die Videos viel zu lang waren. Ja? Wenn es mehr als 6 Minuten waren, haben die Leute einfach abgebrochen. Oder wir brauchten mehr Aktivitäten mit realen Praxisaufgaben, eben authentisch für die Lernenden. Es war zwar authentisch für die Inhaltsexperten, aber nicht für die Lernenden. In der zweiten, das haben wir natürlich verbessert, die zweite Studie zeigt, dass wir eine System Usability Scale haben von B, A ist das Beste, D ist das Schlechteste, F ist eben durchgefallen, da gibt es auch Raum für Verbesserung, das heißt, es war ein gutes Design aber, und die Mehrheit der Benutzerinnen fand das auch akzeptabel. Wie gesagt, wir hatten Verbesserungen, zum Beispiel beim Layout, bei technischen Funktionen oder auch wieder bei Inhalten, dass die Lehrvideos nicht interaktiv waren. Und die dritte Studie und die größte war, dass wir mit den 46 Teilnehmerinnen gesagt haben, was wissen Sie vorher, was wissen Sie nachher. Wir hatten einmal die Zeit abgefragt, wie lange haben die Leute gebraucht. 31 von 46 haben es in 2 Stunden absolviert, was wir erwartet hatten, also gut. Die meisten, oder der Durchschnitt war aber 4 Stunden, also viel zu lang. Und auf diese, die so lang gebraucht haben, da muss man nochmal nachsehen, warum haben die so lang gebraucht, wie kann man den Kurs noch verbessern. War es effektiv, also wirksam?
könnte man zunächst sagen, super, ja, 43 von 46 haben ihre Post-Test-Scores verbessert. Also sie haben auch nicht mehr geraten. Am Anfang haben sie auch gesagt, ich rate meine Antwort. Dann hatten sie hinterher gesagt, nein, ich weiß meine Antwort. Das war auch signifikant, also gut. Wenn man sich jetzt aber die Tabelle anguckt und eine andere Methode drauf liegt, dann haben nur 16 von 46 die Zielpunktzahl erreicht. Und zwar sieht man hier in der Tabelle, wir haben die Leute vorher einstufen können in Levels 1 bis 5 und man sieht hier, dass wir vor allen Dingen Level 1, 2, 3 hatten, also keiner in Level 4 und 5 und 12 von 19 im Level 1 haben es geschafft. Also die Beginner scheinen mit dem Kurs zurechtzukommen, aber nur 4 von 25 haben im Level 2 die Zielorientierung geschafft und damit war es nur 0 von 2, also keiner in der dritten Gruppe. Das bedeutet, wir haben gelernt, ja, es ist effektiv für die Anfänger, die kein Vorwissen haben, aber nicht effektiv für die, die schon Ahnung hatten, die sind gescheitert, dazu müssten wir das Lerndesign verbessern. Und was wir gelernt haben, dieses Vorgehen ist nützlich, um die eigenen Annahmen, die wir als Designer hatten, über das Learning Design in Frage zu stellen und dann die Annahmen auch zu revidieren und zu verbessern. So, jetzt sind wir in aller Schnelle den Berg hochgerannt und gespurtet. Wir kommen nun zum Ende und nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir sind oben, wir haben es geschafft, wir sind kaputt und so geht es Ihnen möglicherweise auch, wenn Sie designen. Aber dennoch und gerade deswegen der Anstrengung, die Sie haben, haben Sie sich und auch die Studierenden weiterentwickelt. Als Zusammenfassung, wie geht man nun mit antizipierter Zukunft um? Einmal die Experience, wir brauchen positive Erfahrungen für Studierende, dass wir diese ermöglichen, weil negative Erfahrungen, die Studierende machen, also negative auch Gefühle beeinflussen, lernen negativ, da gibt es mehrere Studien zu. Entangled, also es ist eben nicht das eine oder das andere. Man denkt immer diese pädagogische, technologische und soziale Dimension zusammen. Das sind diese drei Dimensionen, die ich hier meine mit STP. Also die Beziehung dieser Elemente gestalten, um Ihr Design effektiv machen zu können. Jedes Design, auch Ihr Design, wird auf Annahmen aufgebaut sein. Kennen Sie Ihre Annahmen? Haben Sie sie mal deutlich gemacht? Und mit diesen Ideen der Methoden kann man die eigenen Annahmen beforschen und hinterfragen und dann auch möglicherweise revidieren und verbessern. Ist das Learning Design effektiv, effizient und ansprechend? Ja, darum geht es natürlich auch. Wie kann man das mit diesen Methoden dann erfassen? Das hängt natürlich auch ab, wie Sie das in Ihrem machen wollen. Ganz kurz nochmal hier, Sie denken jetzt, oh Gott, ist das ein riesiges Forschungsprojekt gewesen von der Frau Janke? Nee, das Beispiel, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das ging über 3 Monate und wir haben innerhalb von 3 Monaten etwas Neues designt, diese 3 Iterationen durchgeführt. Das kann man quasi in jedem neuen Semester, einmal im Semester machen. So ist es auch, wie wir es in der UTN vorhaben, nämlich jeden Kurs am Anfang durch diese Iteration laufen zu lassen. Und damit auch neue Lehrevaluationsmethoden einzuführen. Das heißt, Sie sehen, wohin ich hinaus will, Lehre ist für mich, Lerndesign benötigt wissenschaftliche Herangehensweisen. Und nun habe ich eine riesengroße Bitte noch zum Schluss, wenn Sie es nicht schon sowieso tun, was ich sehr hoffe, bevor man irgendetwas designt und irgendwie meint, man weiß, was man da an Annahmen hat, bitte diese Annahmen nochmal checken, Literatur lesen, weil ich habe in sehr vielen als Reviewer bin ich ja auch unterwegs und sehe Sachen, wo Annahmen einfach falsch sind, weil wir wissen aus der Forschung, dass bestimmte Annahmen nun mal nicht mehr stimmen. Also bitte kein Paper, kein Tagungsbeitrag einreichen, nicht ohne ein kleines Literature Review gemacht zu haben. Zu dem Thema, was ich hier jetzt vorstelle, da gibt es 100 Jahre Forschung zu. Die ACT ist 1923 entstanden, dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Ich bin unter anderem Co-Organisatorin und daher bitte, wie in jeder anderen Forschung auch, Lerndesign ist wie eine Art Forschungsprojekt, was man sehr schnell durchführen kann, zu behandeln. Damit kommen wir dann raus aus diesem, oder damit erhöhen wir die Chance, dass andere das auch ernsthaft betreiben und auch dann weiter in den Transfer durchführen wollen. Also Lerndesign als etabliertes Forschungsfeld hier auch in Deutschland weiter vorantragen und damit verabschiede ich mich ganz herzlich und hoffe, genügend Inspiration geben zu können für die nächsten Tage. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für Fragen.